Hallo! Wenn du genau wissen möchtest, um welche Gesundheitsthemen es sich genau handelt, dann klick einfach hier zum nächsten Trailer. Moment, Moment, hier geblieben, jetzt nicht verschwinden. Unter den Trailern findest du jeweils in der Infobox einige literarische Werke, die empfohlen wurden. Und wenn du eine Leseratte bist, dann kannst du da einfach mal reinstöbern, um zu sehen, ob da was für dich dabei ist. Außerdem findest du dort unten drin auch alle Kontaktdaten zu den Experten. Wie gesagt, alle Links findest du auch unten in der Infobox. Und es folgt nochmal ein kleiner Clip. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Barfußkongress. Start. Herzlich willkommen zum Online-Barfußkongress. Heute habe ich für euch Pierre Blondiot mitgebracht. Ja, Pierre, auch an dich ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dich hier zu haben. Und ich würde gleich mit der ersten Frage starten. Erklär uns doch einfach mal, wer du bist, was du tust und wie du zum Barfußlaufen gekommen bist. Ja, okay. Na, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Und ich heiße Pierre Blondiot, ich bin Belgier. Ich bin Personaltrainer und früher Leistungssportler gewesen, auch im Laufenbereich. Und wie Der erste Schritt ist einfach anfangen. Was sagst du, worauf achtet man am besten, wenn man anfängt? Wo läuft man am besten lang? Wie trainiert man am besten seine Füße oder überhaupt Training? Ja, nein. Wie siehst du das? Da gibt, ich würde so erstmal sagen, es gibt Sachen, die gehören zum Spezialisten auch. Ne? Es gibt ja Pelle de Marco, Emmanuel Bolander, die können wirklich sehr spezifische technisch und sowas mehr als ich erklären natürlich. Ich bin mehr ein Mensch, der, wo fange ich an? Das muss ich erstmal, wir wissen alle viel, das ist klar, vom Wissen diese Tonnen weiß zu erreichen, aber wir tun leider zu wenig. Ne? Und verstehen, das ist auch so ein Punkt, ich habe erst mal verstanden, ich muss irgendwie anfangen. Und das spielt eigentlich keine Rolle, wo, wie, was, harten Boden, in den Wald. Mir hat einfach vom Kopf her, ich wollte Simpel machen. Von der Leistungssportler, ich war ein extremer, eigentlich ein Mensch, der gerne übertreibt eigentlich, also gerne nicht, ist nicht mehr wahr, aber der neigt damals, also ich habe dazu geneigt, da zu übertreiben, wie eigentlich. Ich würde fast sagen, 90% von den Kollegen, die überhaupt was tun, allgemein, die übertreiben meistens. Aber und dadurch oft auf der Nase gefallen. Also, und dann jetzt gehe ich quasi in das vernünftige Wege und das ist nicht so, dass ich sofort ja, eigentlich schon fast einen Marathon gemacht, barfuß. Ne? Weil ich hatte schon ein paar. Was sagst du zu Menschen, die jetzt auch sehr leistungsbezogen sind und am liebsten auch barfuß Langstrecken rennen möchten, laufen, vielleicht auch einen Marathon? Was sagst du, worauf sollte man achten? Als Erster würde ich überhaupt sagen, ja, wie bist du wirklich drauf? Braucht das der Körper wirklich? Weil wenn ein Mensch schon Leistungsorientierung gemacht hat, das bedeutet für viele trainieren, 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 Fußen trainieren, technisch und arbeiten. Aber will das der Körper haben tatsächlich oder der Kopf? Sagt das der Kopf, der Verstand, der sagt, okay, komm, ich will Leistung besser werden, keine Verletzung, weil ich möchte mich nicht mehr verletzen, um noch besser zu werden. Wenn du das machst dafür, dann kannst du knicken. Das sage ich immer gern, weil das ist nicht der Sinn der Sache, warum man soll sowas machen. Braucht das mein Körper tatsächlich? Bin ich erholt? Weil das ist etwas ungewöhnlich, etwas sowas zu machen. Ne? Und das bedeutet auf eine. Und aber das geht nicht nur um die Füße. Wie viele Stunden gehe ich draußen trainieren? Oder trainiere ich meinen Alltag. Ich bin ein großer Fan vom Alltagstraining. Ich gehe nicht so viel draußen wie früher, 7-mal die Woche, 3-mal Training am Tag. Weil da war mal die Zeit, ja, schnell ausgeschöpft, Verletzungsgefahr sehr hoch. Jetzt ist andersrum. Ich gucke, dass ich die Batterie auflade und ich trainiere meinen Alltag. Und das ist für mich eher die Richtung, wo es vielleicht gehen sollte. Das ist meine kleine Empfehlung. Man hat oft ein Unterbewusst quasi von den Kindern, der strengt dich mehr an. Manchmal sage ich mir, nee, 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 Schluss mit nicht mehr anstrengen, ich habe es genug getan. Ich mache es anders und vor allem leichter. Ich versuche mich selbst zu schulen in meinem gesamten Alltag, egal was ich mache, quasi, dass ich mich leicht mache, dass ich mich leicht bewege, wenn ich eine Aufgabe zu machen, dass ich leicht erledige. Das hängt, Leute, wir wissen das im Laufenbereich,
das kann man nicht mehr trennen. Wenn ich mich die ganze Zeit wie eine Irre.